Willkommen zurück zu Donkey Kong 64, Folge 5. Weiterhin mit Timo am Pad, denn wir sind immer noch Diddy Kong. Und in dieser Folge wir finden Cranky Kong. Wir haben ja schon gesehen, wo er ist, vor zwei Folgen, glaube ich. Wir müssen nur noch die Türen irgendwie öffnen und hier sind ja schon mal zwei Erdnussschalter, die man mit Diddy betätigen kann. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir die betätigen. Wir haben ja in der letzten Folge die Erdnusspistole oder Kanone gefunden. Und die kann man jetzt immer benutzen, wenn man solche Erdnusssymbole hat. Ungefähr so. Und dann fährt dieses Gitter hoch. Das Geräusch klingt echt so, als hätte das jemand so eingesprochen. Na. So, ja, das sieht doch schon mal vielversprechend aus hier. Oh, aus der Entfernung willst du den treffen? Ah, sehr gut. Ein paar Anläufe hat's gebraucht. Ein bisschen üben müssen wir auch, ne? So, da ist noch ein Schalter. Was ist das für ein? Ich sammle erstmal unsere nächste Banane ein. Oh yeah, wie viele haben wir da jetzt? War das die dritte? Das war die dritte, ja. Okay, und wir wissen ja auch schon, wo noch eine vierte ist, die du irgendwie nicht einsammeln konntest. Ja. Tja, da ist noch so ein Portal, da wollen wir erstmal noch nicht durch. Ein Pflaumenschalter. Und was ist das für eine Frucht? Eine rote Feder. Ein roter Federschalter, okay. Ja, die können wir wohl noch nicht aktivieren. Machen wir dann später. Gut, Timo, dann lauf doch mal zu Cranky. Jo, mach ich. Wissen wir schon, wie wir zu Cranky kommen? Ich weiß es nicht. Aber du kriegst das raus. Du sitzt ja am Controller, du bist für alles verantwortlich. Genau. Genau. Können wir nicht irgendwie außenrum zu Cranky? Also ich meine, dass man hier irgendwie rausgeht und dann... Wenn wir hier rausgehen, sind wir aus dem Level raus, ne? Ja. Vielleicht auch nicht so das Wahre. Vielleicht kommt man über diese Greenscreen-Welt da. Stimmt, die hatten wir letztes Mal, ne? Die war toll. So, was ist das denn hier für ein Gitter? Was ist da drin? Haben wir da schon reingeguckt? Rate, was da drin ist. Ein Schalter oder eine Banane? Na, eine Banane, ich hab sie gerade gesehen. Man sieht die Banane. Ja, das passt. Ja. Ja. Irgendwelche Ideen? Wo ich nochmal hinlaufen soll? Soll ich eher links oder eher rechts laufen? Eher links. Eher also links. Da, wo du gerade hingeguckt hast. Machen wir das mal. Vielleicht, also hier warst du ja mit Didi auch noch nicht so richtig unterwegs, oder? Boah. Nicht so richtig, nee. Also den Kokosnussschalter, den hatten wir schon aktiviert, oder? Kokosnussschalter? Ich glaube schon, ja. Ja, weil der halt direkt über dem Tor ist. Wenn er das öffnen würde, wäre es halt schon cool. Aber der sieht auch gedrückt aus. Ja, der ist gedrückt. Ja, falls von den Zuschauern jemand eine Idee hat, was man hier noch machen könnte, sagt uns Bescheid. Es ist nicht garantiert, dass wir in dieser Folge das finden. Weil wir dieses Spiel ja blind spielen und einfach keine Ahnung haben, was wir machen sollen. Wir lassen uns aber gerne helfen. Also Vorschläge nehmen wir immer gerne entgegen. Bloß nicht zu viel spoilern, bitte. Ja, das stimmt natürlich. Oh, da oben rechts war noch irgendwas Rotes. Uäh, und was Gelbes. Hast du gesehen auf dem Baum? Ja, hab ich gesehen. Aber wieso hat uns jetzt die Biene oder Wespe nichts getan? Tja, weil du bist zu klein. Bin zu klein, ja. So tief kann sie nicht fliegen. Na, Bams. Ja, akrobatisch ist Didi ganz gut dabei. Hm. Jetzt habe ich schon fast so viele Bananen, wie du mit Donkey Kong gesammelt hast, ne? Ja. Machen wir so ein bisschen Wettlauf hier. ja, kletter doch nochmal auf den anderen Baum. Irgendwie...
alles mal erkunden. Irgendwo muss ja irgendwas sein. Irgendein Schalter. Oh! Ah, du bist ja fast in die grüne Welt gekommen. Ja. Kannst ja nochmal probieren. Ja, ich habe letztes Mal in der Folge angefangen zu steuern und, Was ist denn das? Ach ja. Der Baum ist... Kletter mal anders an dem Baum hoch. Nicht bezwingbar. Okay. Oh, 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 oh. Und jetzt nicht runterfallen. Ja, wir wissen leider nicht, was das ist oder woran das liegt. Wenn jemand sich da auskennt, bitte Bescheid sagen. Ja. Ja, ich übe noch. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Oh Mann! Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Bist du jetzt auch wieder am Eingang vom Level? Ja, oh, hier sind auch noch Bananen von dir. Jawohl, da wollte ich hin. Stimmt, die haben wir ja noch gar nicht geguckt. Dann kletter mal hier auf die Bäume rauf. Hat sich ja gelohnt, der Greenscreen. Jupp. Enorm. Ja, dann brauchst du noch ein bisschen Übung, nicht wahr? Nicht wahr? Ja, ja, genau. Wo war denn jetzt die Palme? Hier. Ja. Ich glaube, von der anderen aus ist es leichter hochzukommen. Hier? Nee, von noch weiter in Richtung Kamera laufen. Hier. Ich bin schon ein bisschen blöd, ne? Es dauert alles ein bisschen lange, es tut mir wirklich leid. Ich glaube, du musst ein bisschen drücken, bevor du am Ende des Schwungs bist. Jo, so geht's ganz gut. So geht's ganz gut. Das war ein guter Tipp. Den Schalter hatten wir ja schon mal betätigt mit Donkey Kong. Der hat einfach das Tor hier unten geöffnet. Oh, eine Banane. Hast du hier jetzt alle? Nee. Okay, jetzt hast du wohl alle. Ein Draw. Ein eindeutiger Draw. Oh yeah. Oh yeah. Well. Die machen jetzt die Fledermäuse. So, Boah. Alles klar, dann geh nochmal dahin, wo du noch nicht mit Didi warst. Du musst jetzt irgendeinen Schalter finden. Ja, aber wir haben ja auch noch nicht die 75 Bananen, die wir brauchen, um durch die Portale zu gehen. Ja. Ich kletter nochmal ganz nach oben. Kletter nochmal ganz nach oben. Wir finden das auf jeden Fall noch. Hoffe ich. Wahrscheinlich geht's einfach noch gar nicht und man muss irgendwie was ganz anderes machen. Ja. So, bei dem Kollegen waren wir schon. Man könnte halt auch nochmal probieren, mit Didi zu Snide zu gehen oder zu Snide. Da waren wir auch noch nicht. Oder hier auf dem Baum. Hier gibt's bestimmt nochmal Bananen. Nö. Tja, in die Kanone noch mal rein. Vielleicht muss man doch in dem Ameisenhügel schon irgendwas machen. Ja, vielleicht. Vielleicht ist da der Schalter, mit dem man Cranky befreit. Ach, befreit, den Weg frei macht, wie auch immer. Ja, wollen wir das sonst mal ausprobieren? Ja. In Ermangelung an Alternativen, sozusagen. Hier kannst du nochmal auf den Baum. Ach,
da hinten ist die grüne Welt. Im Hintergrund sieht man sie. Tja. Ja, geht auch nochmal in den Ameisenhügel rein. Das ist meine Banane. Huhu, oh yeah! So. Tja, wäre jetzt echt gut, wenn wir jemanden hier hätten, der uns sagen könnte, was wir machen müssen, ne? Ja. Einfach ein sehr schwieriges Spiel. Ja, wir wissen, dass wir eigentlich zu Cranky sollten. Aber wir wissen nicht, wie wir zu ihm hinkommen, also gehen wir hier hin. This way up. Hier geht's nach oben. Alles klar. Ja, bis jetzt kommst du doch auch so wunderbar klar. Guck mal, eine Münze und Bananen. Oh, da sind kleine und riesige von diesen Bibern. Oh oh. Das klappt nicht so richtig gut. Gut. Ja, wo kommt man denn jetzt hier weiter nach oben? Zu den Münzen. Ich probiere noch mal ein bisschen weiter. Ich glaube, ich bin da eben runtergefallen. Ja. Oh. Okay. Da ist ein Erdnussschalter. Kriegst du den von hier abgeschossen? Ich probiere es mal. Das könnte gut gehen, ne? Ja. Jupp, hat funktioniert. Ah ja, jetzt sind hier Bretter erschienen. Aber für eine bestimmte Dauer. Dann beeil dich doch mal und lauf mal rüber. Denk dran, nicht runterzufallen. Oh je. Da musst du vielleicht nochmal aktivieren, den Schalter. Ja. Ja, wenn man Knarren in der Hand hat, dann kann man sich nicht festhalten, ne? Jo, das stimmt. Keine Hände frei. Oh, 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 oh. Wir müssen uns beeilen mit Cranky. Wir haben für diese Folge eigentlich Cranky versprochen. Ich glaube fast, das wird gar nichts mehr. So, mach schon mal was weg. Da ist ein Schalter. Ein grüner Schalter. Hast du gesehen? Hab ich gesehen, ja. Zack. Wenn du R1 gedrückt hältst, dann versucht die Kamera auch immer hinter ihm zu bleiben, glaube ich. Dachte ich. Oh Mann. Heieieiei. Ich wette, Donkey hätte das mit dem ersten Versuch geschafft. Die Steuerung ist nicht so einfach. Hier hält er sich auch irgendwie in der Ecke fest. Das sind alles nur Ausreden. Glaubt ihm kein Wort. Ja, ja, das sind alles nur Ausreden natürlich. Das kann sich nur noch um ganz lange Zeiten handeln. Ich sehe schon die Kommentare vor meinem geistigen Auge. Lass diesen Noob nie wieder an diesen scheiß Controller ran. Der kann nichts. Nein, ich glaube, wenn Timo das nicht hinkriegt, dann ist das wirklich nicht so einfach. Konzentration. Und jetzt ist die Zeit gleich vorbei, weil dich. Schnell! Ja. Boah. Ja.
Aber guck mal, hier muss man irgendwie DK sein, oder? Damit man das einfach. Keine Ahnung, drück den Schalter bitte. Okay. Wollen wir schon verraten, was passiert, wenn man diesen Schalter drückt? Nein, wir können auch die Folge beenden. Hauptsache, du fällst hier nicht runter. Ich fall hier nicht mehr runter. Nächstes Mal springe ich einfach. Alles klar. Okay. Ja gut, dann mehr von diesem Schalter und Cranky in der nächsten Folge. Ja, genau. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.